Gut, es freut mich wahnsinnig, hier zu sein heute in diesem besonderen Platz Oranienbaumhof. Die Geschichte Niederlande und Deutschland verknüpft sind und auch meine Familie eigentlich da ist. Also das ist sehr, sehr besonders. Ja, ich glaube, Sie bieten sich ins grüne Buch bei uns einzutragen. Meine Reise durch drei Bundesländer, dreieinhalb Tage hier mit Ihnen ein kurzes Gespräch zu haben. Es waren dreieinhalb sehr intensive Tage, drei Bundesländer. Eigentlich ist es ein bisschen zu viel, aber wir sind ganz froh, dass wir, wie warm wir empfangen sind und wie unglaubliche Gastfreundschaft wir hier erlebt haben in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es waren echt drei sehr besondere Tage. Und haben überlegt, wie können wir es schaffen. Frederik Hendrik hatte nämlich erwogen oder festgelegt, dass wenn die männliche Linie aussterben würde, dass dann der älteste Sohn, der älteste Tochter, Luise Henriettes, ältester Sohn, also Friedrich III., dann Prinz von Oranien geworden wäre und die oranische Erbschaft angetreten hätte, dann sähe möglicherweise die Landkarte heute anders aus. Und Albert Hinagnitz von sehr viel mit Religion, mit Kultur, mit Natur, mit Architektur, natürlich mit einem sehr bewegenden Besuch an Buchenwald, wo man nie vergessen darf, was hier passiert ist, wie die Menschheit, was den Menschen angetan wird von anderen Menschen und so weiter. Ich war schon oft in einem KZ, aber ich muss sagen, es berührt mich immer wieder zu sehen, was möglich ist. Also das muss man bleiben sehen. Daneben haben wir natürlich auch viel positive Sachen gesehen, wie sein Plattenbaugebiet wieder neu aufgebaut wird, wie mit dem Spindler Innovation wieder kommt und wie Leute eigentlich sehen, dass es die gute Richtung geht. Die haben natürlich schwere Zeiten hier gehabt, auch nach der Wende. Leute haben gedacht, es geht sehr schnell gut. Es ist nicht immer so gegangen. Es gibt noch immer Probleme, die haben wir auch gesehen, da haben wir auch viel über geredet. Aber im Ganzen und Großen viel positives Energie in diese drei Bundesländer gibt. Also für meine Frau und ich war es sehr besonders, hier zu sein. Und ja, wir haben uns darauf gefreut. Wir freuen uns immer auf unsere Arbeitsbesuche in Deutschland. Wir versuchen jedes Jahr ein, zwei, drei Bundesländer zu besuchen und so ihrem Land gut kennenzulernen. Also, das war ungefähr so ein bisschen über diese Reise. Und jetzt ein paar Fragen.